Wer hat Bock auf so ein richtig feines psychologisches Horrorspiel? Die Community meinte, Iblis soll auf jeden Fall ziemlich hardcore sein und ich soll mir das Spiel unbedingt mal angucken. Gut, Leute, Herausforderung akzeptiert. Mal sehen, ob es wirklich hardcore ist. Wir probieren es aus. Link zu Twitch in der Videobeschreibung. Kommt gerne mal vorbei. Eure Horror-Tipps auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Ansonsten bewerten und so weiter und so fort. Let's go mit einem neuen Spiel. Ist ein türkisches Spiel. Ich weiß auch nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, ja? Okay, der Vorfall ist auch in der Türkei. In einem sehr religiösen Dorf mit paranormalen Ereignissen. Und ein frisch verheiratetes Paar. Die Frau ist gestorben während einem Verkehrsunfall. Und die vom Bräutigam, die Familie, die ja, hatte nicht wirklich groß Mitleid wegen der Tragödie, weil sie haben die Braut, die junge Braut nie geliebt. Okay, Großmutter. Ja, und jetzt ist die Braut dabei, das Haus heimzusuchen und wir wurden jetzt darum gebeten, das Ganze zu bannen. Und die ganze Geschichte ist wahr. Absolut wahr. Die Kacke ist hier hart am Dampfen. Der Kot brodelt. Gut, ihr kennt mich. Wenn einer die Geister vertreiben kann, dann ich. Auch in der Türkei. Kein Problem. Irgend so eine alte Braut aus dem Haus jagen. Ey, man nennt mich nicht umsonst den Schrecken aller Frauen, ja? Frauen müssen mich nur angucken und die rennen weg. الوسواس الخناس الذي يوسوس. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Wahrscheinlich erstmal ein kleines Powergebet. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn bei der türkischen Mythologie, was so Geister angeht? Ich kenne mich da null aus, wirklich null. Aber ich denke mal, in so ziemlich jedem Land gibt es Geister. Irgendwelche Horrorgeschichten. Ifrit ist doch was aus dem Osmanischen. Der Djinn. Okay, da wären wir. Oh, ich bin Geisterjäger, denn ich bin sehr, sehr langsam. Das ist typisches Geisterjägerverhalten. Top modern. Ja, sieht gut aus. Ah, guck mal hier. Die ganzen Omis. Ach du heilige Kacke. Was denn hier passiert? Beim Rasieren geschnitten. Oh, sieht gar nicht gut aus, Kumpel. Und dann auch noch einen fiesen Blutschiss. Wah, also hier müsste mal Mutti kommen und putzen. Das sieht nicht gut aus. Oh yes, gib mir doch die alte Flinte da drüben. Das wäre doch schon mal anständig, oder? Direkt hier ein Gewehr mitnehmen, würde ich mich instant besser fühlen. Hallo, irgendjemand hier? Das Bild hang hier nicht schon die ganze Zeit, oder? Ich glaube nicht. Jetzt sag nicht, ich muss das Gedudel die ganze Zeit hören. Eine Axt. Ich soll einen Schlüssel finden. Einen Schlüssel, um hier rauszukommen. Also hat das Gebet nicht funktioniert.
Habe ich eine Taschenlampe? Gott, mach das Radio aus. Oh, ich kann Schubladen aufmachen. Okay, hier brauche ich auch einen Schlüssel. Ich habe keine Taschenlampe, oder? L, T, F. Telefon. Klassisches Horrorspiel. Finde den verdammten Schlüssel. Ist das Kunst? Verdammt, ist das Kunst? Ich weiß es nicht. Erstmal schön Fladenbrot essen. Sieht aber grafisch gar nicht mal so schlecht aus, das Spiel. Ist halt auch wieder von irgendeinem Dude gemacht worden. Alter, hier kannst du richtig schön Butter klöppeln. Und, was hast du diesen Sonntag vor? Oh, ich geh schön Butter klöppeln. Bei meiner Großmutter in der Küche. What the... Das ist hier der Leuchter. Ich dachte eben gerade wirklich ganz kurz, da wäre irgendwas vorbei gekrabbelt an der Decke. Wer atmet denn hier so widerlich? Ah, ich sehe schon. Türkischer PT. Moment, das ist doch neu, oder? Brich den Zauber, finde den Schlüssel, verlasse das Haus. Kann man das hier öffnen? Okay, ich muss irgendeinen Schlüssel finden. Hallo? Nix. Irgendjemand hier? Okay, warte mal, kann ich vielleicht die Schubladen auch aufmachen? Ja. Kann ich mich ducken? Nee. Ducken ist nicht. Ich bin immer noch der Meinung, du solltest die Waffe nehmen, Kumpel. Auf Geister schießen ist vielleicht schwachsinnig, aber ich weiß nicht. Mein primitiver, menschlicher Verstand sagt mir... Du bist besser dran, wenn du eine Waffe hast. Okay, so viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Zweckschlüssel. Was ist das denn hier? Hier auch noch eine Tür, aber die geht gar nicht. Irgendwelche alten Dschungelmasken. Kann man die Bilder vielleicht abhängen? Im Blumentopf. Schlüssel versteckt unterm Fladenbrot. Wenn ich ein Schlüssel wäre, wo wäre ich dann? Klar. Im Butterfass, wo denn sonst? Frisch gestampft. What? La ilaha illallah. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Kommt das von oben? Kam das von oben? Ey, der Zettel ist weg. Irgendjemand hat mir hier den Zettel stribitzt. Klang so, als wäre irgendwas runtergefallen. Hat da jemand einen Schlüssel runtergeworfen? Klang so, als wäre irgendwo eine Tür aufgegangen. Unten. Oh mein Gott, der Gang ist plötzlich dunkel. Hallo? Ich hätte Handy- und Teppichverkäufer werden sollen. Ja, ich weiß, es ist ein Klischee. Aber keine Ahnung, was ist daran denn so verkehrt? Die Welt braucht Ladegeräte und Teppiche. Mein Bruder Malmut hat das auch gemacht. Und? Der ist heute glücklich und zufrieden. Was ist das für eine hässliche Puppe, Alter? Ich hätte auf Bruder Malmut hören sollen. Kann ich hier bitte raus? Es ist super dunkel hier drin.
gefällt mir gar nicht. Ich warte nur darauf, dass die Puppe irgendwie aufsteht und mich absticht. Tür ist tot. Kann jemand mal bitte Licht anmachen? Bitte jetzt. Kann nicht sein. Kriegt denn niemand hier irgendwas mit? Kann ich vielleicht den Ofen anmachen? Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gott, mein Türkisch ist leider ziemlich eingerostet. Hallo? Ganz ruhig, Kumpel. Die Küche funktioniert noch. Der Kühlschrank läuft. Es ist immer noch Butter im Haus. Und die ist immer noch kalt. Tja, wie komme ich jetzt hier raus, ha? Hat sich hier irgendwas verändert? Es hat sich halt so angehört, als wir irgendwo beim ersten Mal... What? Können wir das bitte lassen? Sind jetzt alle Glühbirnen kaputt? Ich gehe da bestimmt nicht ins Dunkle. Ich bleib so lange hier unten, bis da oben wieder das Licht angeht. Vergiss es, Alter. Ach, scheiße. Läuft der Kühlschrank noch? Was zum Geier ist das? What the... What? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Na, wenigstens hat er mal eine Taschenlampe. Nimm die Sense. Wo hat er die plötzlich her? Warum hat er sie nicht gleich aktiviert? Die alte Funzel. Oh, shit. Oh, nee, gar nicht gut. Was für eine Sauerei plötzlich. Och, nein. Das kleine nackte Baby. Kick es weg. Baby-Freistoß. Baby. Oh Gott, Alter. Oh, der Schlüssel. Ich komme hier raus. Tschüss, ihr Idioten. Bild hat sich verdreht. What the f... Alter. Angriff der Bettlaken erneut. Diese Puppe. Diese Dreckspuppe, ne? Das ist natürlich die Tür. Huh. Ich muss sagen, das Zimmer sieht doch relativ gemütlich aus. Guck mal, wir haben sogar einen Fernseher. Wie wär's? Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء What
der Fu, was war denn das? Türkischer Exorzismus. Ich glaube, das nimmt kein Happy End für uns. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das kein Happy End wird. Ey, eine Birne brennt noch. Es gibt noch Hoffnung. Die Bilder sind alle noch da. Aber die Puppe ist weg. Kleine Dreckspuppe ist weg. Okay, hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Die kleine Dreckspuppe ist wieder da. Verdammt, Puppe. Okay, warte mal. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel drin? Ja, an seiner Stelle würde ich mich hier drin einsperren. Geister können durch Wände kies. Ja und? In dem Zimmer ist es warm, es gibt einen Fernseher und eine Couch. Wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens bequem. Bleib genau da, wo du bist, Puppe. Hallo? Ist da jemand? Nee. Ich werde langsam paranoid. Eine Kerze stand hier schon die ganze Zeit. Wie gesagt, ich werde langsam paranoid. Im Namen Jesus Christi. Ups, falsche Religion. Egal, wird Zeit, mal den guten alten Jesus anzufunken. Verschwinde, Geist! Weiche! Du Ausgeburt der Hölle! Schwören, irgendwie Richtung Küche ist was. Als würde da drüben irgendwas stehen. Das ist mein letzter Job. Danach bin ich durch mit Exorzismus. Danach werde ich direkt einen kleinen Laden eröffnen. USB-Kabel. Sünder. Wegen der Butter? Ich werde USB-Kabel verkaufen. Wow, Gott, holige, what the? Bismillah. Alter. Bismillah. Hasbi Allah wa ni'mal amal wakil. Oh fuck, the ring. Ich werde hier gerade geringt. Gleich kommt ein Anruf. Stell es ab, Junge, stell es ab. Ist das Vieh da drüben hingerannt? Ist es nach oben gerannt? Keine verdammte Ahnung. Ich werde geringt. Ich würde so einen Laden aufmachen, wo es irgendwie alles gibt. Samsung-Ladekabel und Baklava. Ich meine, Baklava geht immer. Kannst du überall verkaufen. Einfach irgendwo reinschieben. Ach, wir haben auch Baklava. Ich meine, das kann man nicht hassen, oder? Kein Mensch kann Baklava hassen. Scheiße, wo ist die hin? Sie hat doch eben gerade so einen Naruto-Run gemacht. Okay, es wird Zeit, dass wir noch einen Schlüssel finden. Hier.
Hier ist der Fernseher. Den wir besser auslassen. Wir lassen den Fernseher aus. Glaubt mir, es ist besser. Die Glotze macht doof. Schaut lieber meine Videos. Die machen intelligent. Können wir die Schubladen wieder reinschieben? Nö. Oh, nee. Woher? Das Radio. Der Hund weiß Bescheid da draußen, ne? Hier wird gerade ein Mann paranormal ermordet. Nur so als kleine Randinfo, Nachbarn. Das ist keine häusliche Gewalt, sondern paranormale Aktivitäten. Aber hier ist kein Schlüssel. Ich schaue die ganze Zeit, ob ich irgendwo noch einen Schlüssel finde. Aber ich glaube, die Braut hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Habe ich mal den Fernseher laufen lassen? Vielleicht macht sie das irgendwie wütend. Oder vielleicht besänftigt es sie auch. Vielleicht wollte sie, keine Ahnung, The Ring sehen. Ha, im Blut ist auch nix. Bin ich das? Das Atmen bin ich, oder? Irgendjemand atmet hier. Ich mag das nicht. Kann man vielleicht irgendwo Licht anmachen? Läuft der Fernseher noch? Der läuft. Das Radio war die letzte Aktivität. Geist! Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Möchtest du Baklava? Mit oder ohne Schaf? Mit oder ohne mit Schaf. Finde ich auch immer furchtbar. Mit oder ohne mit Schaf. Merkwürdige Formulierung. Nichts. Keine Aktivität. Der Fernseher hat sie nicht angelockt. Wo ist sie hin? Sie hat einen Naruto-Run nach oben gemacht. Vielleicht ist sie irgendwo im Gebetszimmer. Oh, nichts. Jetzt hier alles vollgekleistert mit Blut. Dann hat sie in die Badewanne ordentlich geknödelt. Hat sich nicht die Hände gewaschen. Ey, wenn hier irgendwo ein Schlüssel ist, ne? Da war was. Du könntest ihn so leicht übersehen. Ich suche hier alles verzweifelt ab, ob ich... Vielleicht einfach mal das Programm gucken. Kommt die Göre näher? Moment mal, die sitzt doch hier auf der Couch, oder? Ist es die Couch?
Göre lächelt mich an. Die Vase hat einen Handabdruck. Bringt aber nichts. Zwischen den Scherben ist auch nirgendwo ein Schlüssel. Ich finde den Drecksschlüssel nicht und komme ja auch nicht raus. Vielleicht hat die Puppe den Schlüssel geklaut. Weiß man ja nicht. Oder vielleicht hinter einem Bild? Ich würde einfach die Axt nehmen und die Dreckstür einschlagen. Die Tür wäre bei mir schon längst zerlegt. Warum kommt auf so eine Idee eigentlich niemand? Warum macht das niemand? Ist der Fernseher ein Hinweis? Oh. What? Plötzlich liegt da ein Schlüssel rum. Oh nee, es gibt einen Keller. Es gibt einen... Oh, es gibt einen verdammten Keller. Das Haus ist wirklich unterkellert. Mehr oder weniger. Ganz merkwürdiger Keller. Architektur. Nun ja. Oh, verdammt. Was ist das denn hier? Ein Grab? Ihr wollt mich verarschen, oder? Das ist ein Fernseher. Kann man den anmachen? Nee. Boah, der Wind. Der Psycho-Wind. Im Keller unten ist ein Grab. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Kumpel. Bismillah. Ja. Hasbi Allah wa ni'mal Wakil. Oh Gott, jetzt ist alles voll mit Blut. Schon wieder die Göre. Weißt du, dass der so locker bleiben kann? Schnapp dir die Axt, hack die Tür da oben klein. Das sind Holztüren. Ich find's auch interessant, dass die Leute immer so tun, ja, Kies, labe doch nicht, eine Tür eintreten. Klar kriegst du die kaputt. Besonders, wenn du irgendwas hast. Oh, verflucht. Okay, geht wieder. Wenn du so eine Spitzhacke hast, ich schwöre dir, dass ich die Holztür kaputt kriege. Ich find's immer so verwirrend, dass die Leute da so erstaunt sind, wenn ich sage, ja, mit so einer Schaufel oder so einer Spitzhacke, da batsche ich dir die Tür kaputt, die Holztür. Und alle immer so, niemals, niemals. Kann ich endlich bitte aus dem Keller raus? Was ist denn das jetzt? Hat's da geklingelt? Oh nein, wieder diese Puppe, die hätte ich auch schon längst weggetreten. Finde 5 Puppen und werfe sie ins Grab. Ja, hier ist eine Puppe. Dann wie sammle ich die ein? Ja, da sind oben irgendwelche Puppen. Was ist das für ein Geräusch? Nein. Finde 5 Puppen und schmeiß sie ins Grab. Die hier will er nicht, aus irgendeinem Grund. Will er nicht einsammeln. Vielleicht müssen wir erstmal das Grab öffnen. Gerade die Tür oben aufgegangen.
Kacke, die Puppe ist weg. Irgendjemand latscht hier durch die Gegend. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, sieht es irgendwie noch versiffter aus. Kaum zu glauben, aber die kriegen das hin. In dem Raum ist schon mal keine einzige Puppe. Auch keine Puppe. Vielleicht gehen die nach irgendeiner Reihenfolge. Das ist eine Puppe. Eine. Zwei. Okay, Gott sei Dank sind es große Puppen, ne? Ohne Witz, ich würde mich mehr vor den Puppen ekeln, als vor irgendeiner Terrorbraut, die mich kalt machen will. Ich finde die richtig abstoßend. Bah, guckt euch mal dieses kleine, bleiche, nackte, glatzköpfige Ding an. Ich bin so froh, dass mein Sohn mit Haaren und einem Vollbart auf die Welt gekommen ist. Tja, das sind halt die Gene. Wie sagt man jetzt dazu? Südwestasiatische Gene. Okay, waren das jetzt vier, ne? Eine Dolly fehlt noch. Aber wo ist die letzte? Unten im Keller? Ist sie jetzt vielleicht erschienen irgendwo? Dass sie jetzt plötzlich unten rumliegt? Die alte Dolly. Na, hier schon mal nicht. Okay. Was steht hier? Blutige Puppen. Na, eine fehlt noch. Ich hasse dieses Atmen. Ich weiß nicht, ob das mein Charakter ist oder ob jemand ums Eck steht und... Find fire and burn babies. Kranke Sau. Oh Gott, war das Babyfoto schon die ganze Zeit da? Was echt war, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, der war so ein richtiger kleiner Affe. Die Haare hat er nicht verloren auf dem Kopf, die sind super viel geboren. Der hat ja schon, der ist noch nicht mal ein Jahr alt und hat schon drei Friseurtermine hinter sich. So krass sind seine Haare. Der Rücken war extrem behaart. Die Arme, die Beine. Und ein Bart wuchs wie der Papa. Okay, Feuerzeug. Wo könnte Feuerzeug rumliegen? Hier ist doch so ein kleiner... Nee? Hatten wir wirklich eben fünf Puppen? Nee, oder? Einer hat doch gefehlt. Hier kannst du aber nichts aufmachen. Da! Ich hab doch gewusst, dass da noch eine fehlt. Yeah. Gib mir das. Gehen wir ein paar Babys verbrennen. Klingt abartig. Let's burn some babies. Oh Gott, hier ist das Licht wieder weg.
Irgendjemand hat den Fernseher wohl auch abgestellt, oder? Yep. So, ihr kleinen Babys. Nettes kleines Barbecue. Wat nü? Vielleicht droppen die irgendeinen Schlüssel, wenn sie verbrannt sind. Ich schaue nochmal nach. Irgendwie nicht, ne? Sind halt abgefackelt, die Dinger. Na, das haben wir. Ach, schon wieder die Tür zu. Ey, Alte! Der Move wird alt. Der Move wird langsam alt. Moment, das Feuer hat aufgehört, oder? Was zur Hölle? Okay, wen haben die da unten beerdigt? Die ist ja beim Autounfall gestorben. Also garantiert schon mal nicht die Braut. Geht's nicht raus. Es geht hier nicht raus. Lag da ein Schlüssel? Hallo, aufmachen! Lag da ein Schlüssel rum? Moment, hat sich das verschoben? Tja, ich glaube, die Tür ist offen. Oh oh. Du hast den Zauber gebrochen. Jetzt finde den Schlüssel und hau ab. Wirklich jetzt? Bismillah. Bismillah. Wer hat die Bismillah. Kerzen aufgestellt? Das war nicht ich. Bismillah, Rahman, Rahman. Oh, Scheiße. Komm schon, die wird mir den Schlüssel nicht einfach so geben. Glaubt ihr, ich komme hier wirklich raus? Ganz easy, ganz lässig. Wenn ich nur wüsste, wo es geklopft hat. Keine Ahnung, ich kann das einfach nicht orten. Okay, die Kerzen brennen noch. Irgendjemand hat den Schrank wieder zugemacht, den ich geöffnet habe. Es regnet. Vielleicht hier drüben irgendwo bei der Küche? Kam das Klopfen her? Finde den Schlüssel. Wirklich viele Optionen habe ich ja quasi gar nicht. Ist eigentlich ein sehr überschaubares Gebäude. Hm.
Nee, diesmal liegt hier nichts. Nochmal runter in den Keller. Zettel hängt immer noch da. Oh, ich hasse diesen Keller. Keller ist doof. Verdammt, Weib. Gib mir einen Schlüssel. Hier liegt kein Schlüssel. Schon interessant, dass hier noch ein paar menschliche Knochen rumliegen und das Grab, die Steine. Wie habe ich die verbrannt? Habe ich die einfach kaputt gebacken? Tja, meine professionelle Geisterjägermeinung sagt mir, der Schlüssel befindet sich anscheinend nicht im Keller. Ich denke da, wo es geklopft hat. Da könnte der Schlüssel sein. Okay, kommt jetzt nochmal wieder. Am Ende liegt der irgendwo wieder auf dem Tisch oder so, ne? Wie das letzte Mal. Tausendmal irgendwie dran vorbei, nichts, nichts, nichts. Und dann, ah, gucke, du, ein Schlüssel. Komm schon, jetzt gib mir diesen verdammten Schlüssel, damit ich gehen kann. Meine Frau macht sich Sorgen. Ich habe ja dann wieder die Probleme. Die Schubladen hier. Die unteren kannst du nicht öffnen. Du kannst nur diese oberen hier öffnen. Wenn ich nur wüsste, woher das Klopfen kam. Ey, die machen es aber auch echt unangenehm, diesen Schlüssel zu finden. Finde den Ausgangsschlüssel. Ich will jetzt diesen Schlüssel. Ja, ist gut, Guys. Ich hab's verstanden. Buhu, buhu, buhu. Denk dir mal was Neues aus. Meinst du das Fußspuren? Ja, aber auf dem Teppich endet die Spur. Gut, ich geh gerade kaputt. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Jetzt waren wir wirklich überall. Wahrscheinlich spawnt der gleich wieder irgendwo. Random. Hängt der vielleicht irgendwo am Kronleuchter? Nee. Gut, Spiel, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Die Schubladen gehen auch nicht auf. Badewanne ist auch sauber. Stühle ist nichts. Schau ich noch ein letztes Mal hier rein. Nichts. Nichts. Spuk hier nicht rum. Ich dachte, der Fluch ist gebannt. Schmeiß mir einfach den Schlüssel entgegen. Okay, ich bin wirklich am kompletten Verzweifeln. Der Schlüssel soll angeblich auf der Küchenablage liegen.
Wieso, weshalb, warum, weiß man nicht. Ich habe im Internet geguckt, bei einigen liegt er dort, bei anderen nicht. Man muss wohl irgendwas triggern, was keiner so genau benennen kann. Vielleicht liegt er jetzt dort. Nö, also hier sollte er liegen, genau dort. Dann kannst du aus der Tür rausspazieren. Aber ich trigger diesen Schlüssel nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie zeitgebunden ist. Keine Ahnung. Ich kann euch aber sagen, ich habe mir das Ende angesehen, weil ich jetzt halt wirklich genervt war. Ich war einfach genervt. Eine extrem dumme Mechanik, meiner Meinung nach. Und das Ende ist einfach nur, du gehst aus der Tür und es steht da, danke fürs Spielen. Ja, das ist das Ende. Ihr könnt gerne im Internet nachgucken, falls ihr mir nicht glauben solltet. Falls ihr denkt, nein, du Lugermann, das ist nicht Ende. Doch, das ist das Ende. Ihr geht raus und es steht da, danke schön fürs Spielen. Ja, was war das hier? Nun, ein Spiel, was eigentlich was hätte machen können, denn aus der türkischen Mythologie gibt es eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Also an Software, Videospiel, Horrorkram. Oder hätte man wirklich was Einzigartiges machen können, aber das ist einfach nur PT mit muslimischen Touch. Mehr ist es nicht. Und ja. Also die Community hat mir das geschrieben. Ich habe schon öfters gesagt bekommen, du musst das spielen. Da willst du dich einkacken vor Angst. Ja. Zwei, drei nette Jumpscares waren drin. Optisch sieht es ganz schnuckelig aus. Ist jetzt nicht unbedingt ein hässliches Spiel geworden. Man sieht halt nicht auch immer dieselben Assets, die man sonst überall in jedem Horrorspiel sieht. Aber so an sich ist es halt, ja, PT. Es ist erneut PT. Irgendwie hat PT auf der einen Seite coole Horrorgames in die Welt da draußen gebracht. Auf der anderen Seite hat es auch irgendwie das Horrorgenre ganz schön gebimst. Nun, ich würde mich trotzdem freuen über eine Bewertung und schreibt mir Horrorspiele in die Kommentare, die ich unbedingt spielen soll, damit ich endlich mal das Fürchten gelehrt bekomme. Weil ihr merkt schon, die große Furcht vor dem nicht spawnenden Schlüssel, die hat auf jeden Fall reingekickt. Denn er kommt nicht. Und damit werde ich das Ganze jetzt beenden. Wir schauen ein letztes Mal auf diesen Küchentisch. Nein, er müsste hier, genau hier spawnen. Das tut er aber nicht. Und damit habe ich Iblis nicht durchspielen können, weil no key. Bei einigen hat es 2 Stunden gedauert, tue ich mir nicht an. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Mua. War das das Signal? War das das Schlüsselpfeifen? Kann ich es doch noch beenden? Nö, das Spiel verarscht mich. Auf Wiedersehen. Tschüss.